Weiter geht's. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Habe ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich sehe dich dann. Sind trostlos hier, ne? Da muss ich jetzt irgendwie hochkommen. Erstmal gucken, wie wir hier reinkommen. Vorne ist auch abgegrenzt. Body Lock. Verdammt, Trey. Tut mir echt leid mit deinem Wagen. Musstest du ihn auseinandernehmen, um einen USB-Stick zu finden? Hast du alle 6 Attrappen gefunden? Dann bist du jetzt da. Nur eins. Die Autonummer habe ich schon gemacht. Du kannst mein Baby also in Ruhe lassen. Bitte. Okay, das ist jetzt die Frage, wie komme ich da hoch? Wird das auch klappen? Das muss irgendwie klappen. Ah, hier. Dass die ausgerechnet so geschaltet sind, aber wo kommen wir so rein? Sprengen würde ich hier noch nichts. Glaube ich. Soll ich aber anscheinend oder was? Wie er feiert. Okay, das ist jetzt natürlich nur um hier ein Stück runterzukommen. Nummer 1, noch 2. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blumen wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Ich
Missionen sind schon interessant gestaltet, muss man ja echt mal sagen. Das ist echt nicht schlecht. Man bleibt auf der Atem weg. Oder zumindest von der Story her bin ich dann so begeistert, dass ich dann auch das Quatschen aufhöre. Was einige von euch vielleicht auch ganz gut finden. So. Genau, so kommen wir nämlich jetzt wieder hier rüber. Da mache ich jetzt die Waffe draus. Braucht man noch nicht. Echt schick gemacht. Ob ich da rüberkomme? Nee. Leider nicht. Aber was bringt mir denn dieser Träger hier? Ich muss da ja irgendwie rüberkommen. Achso, bescheuert. So geht's natürlich auch. Und alles auf Video, damit ihr mich schön auslachen könnt. Und du bist auch schon wieder gesperrt. Cameras. Wo ist die Kamera? Wir brauchen eine Kamera. Da ist eine Kamera. Danke. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. Generatoren sind da hinten. Ich hacke das Tor. Ach. Camera. Camera. Auch schon cool auf so einem übertrieben alten Gelände und so eiern. Nee, falsch. Wie ich da hochkomme. Der Träger ist ja hier oben. Ach, da. Okay. Nee, doch nicht. Thank you.
Jawohl. Echt geil gemacht. Gleich haben wir es geschafft. Gehen wir hier rein. Und aktivieren. Das sollte reichen. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Ich komme. Hallo? Ah, okay. Wird das gut gebrauchen können. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Oh, guck mal, da hinten liegt das rum. Bargeld? Hilf mir, sie online zu kriegen. Ach, ich soll jetzt wieder helfen, ja? Na gut. Mach ich das mal. Na dann, viel Glück. Das ist noch ein Blackout-Ding. Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch... Entscheidend sind die Verbindungen. Voila. Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Das ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi-Freeman-Bezirk. Viceroy-Territorium. Da. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein, die sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. So, hier lachen wir jetzt wie gesagt mit dem Blackout. Den Jamcom. Wäre Quatsch, wenn ich das liegen lassen würde. Was liegt hier? USB. Jawohl. Da liegt noch was. Alter, was ist hier los? Ein bisschen viel rum, ne? Sich mal umschauen.
Auge noch umschaut. Clara da reinzuziehen, sollte ich nicht machen. Oh, gucke. Vertrauen ist gefährlich. Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. Das ist mal eine Überlegung. So, nächsten Wegpunkt, damit wir uns nochmal reinhacken. Oh, ich muss demnächst bald mal so ein paar CTOS-Türme freischalten. Und da steht ein Auto. Ob das schon auf mich gewartet hat. Besucher von Chicago werden vor Trickbetrügern gewarnt. Die Einheimischen sind mit den Tricks der Hütchenspieler vertraut. Die Polizei rät Touristen, ihr Geld in der Brieftasche zu lassen, während Einheimische sagen, dass man durchaus gewinnen kann, wenn man gute Augen hat. Hergestellt. Damit auch keiner denkt, der kann einfach mal rübergehen. Nehmen wir. Gestellt. So nicht, kann nicht sein. Halt, da muss ich lang. Okay. Na, so weit kannst du jetzt nicht mehr sein hier. War, glaube ich, nichts mehr wichtig. Damit du es weißt, du bist ab sofort nicht mehr auf meinem Raster. Rossi Fremont. Sie hatten so viel vor mit dem Viertel. Gebracht hat's nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Von der Stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch Wohnblockgemeinschaften. Was ist mit den anderen? Die spielen nett oder ziehen weg. Ich werde mich mal umsehen, herausfinden, was die so machen. Genau, ich gehe mal eben schnell in den Ganghochhaus. Schön. Das wollte ich schon immer mal tun. Damien's IP zeigt irgendwo hier hin. Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nie rein. Okay, ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Wie schleiche ich mich denn in ihr Netzwerk? Herrlich. Alter, das sieht ja sehr schön aus. Hier möchte ich auch leben. Hey! Hey, Grim! Mann! Was? Hab JJ gestern mit deiner Kleine gesehen, Mann! Was ist das, JJ? Ja! Yep. So? Mann, wenn ich nichts damit etwas erzähle, das sage ich dir. Oh, fuck.
Scheiße. Wie sieht's denn aus? Die Viceroys haben das CTOS in Rossi Fremont deaktiviert. Sie haben es komplett umgeleitet. Und nicht nur das CTOS ist offline. Das ganze Gebiet. Diese Leute. Man kommt sich vor wie in einem Kriegsgebiet. Das erklärt, warum Bloom nichts repariert. Bloom hätte das Geld, sich darum zu kümmern. Das passt nicht. Hier scheint es ja mal zu klappen mit dem leise Vorgehen. Oh, jetzt habe ich den Teufel wieder an die Wand gemalt, ne? Den Teufel beim Namen genannt. So, wie komme ich da hinten jetzt wieder hin am besten? So nicht. Ich gehe wieder hinten komplett rum. Okay, es wird schwierig. Hey, was willst du hier, Mann? Pass auf Querschläger auf, Mann! Yo, ran an den Speck, ich gebe euch Deckung! Das war leise. Hätte so schön klappen können. Hat es aber nicht. So, mach, wie viel hält er denn aus, Junge? Von hier
So. So nicht schön, aber geschafft. Hier hätte ich als allererstes hinrennen müssen, dann hätte das super geklappt, glaube ich. Der Typ drin. Da. Granate da rein! Nein, Mann! Was habt ihr denn euch beim Geldautomaten versprochen? Naja. Ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Na? Warum hat sie so pausiert gerade beim Sprechen? Die hat doch wohl nicht etwa was damit zu tun. Anscheinend noch erfahren. So. Und wieder Telefon. Beweis. Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Dazu, ich hab da was, was dich vielleicht interessiert.
dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Die Frage ist nur, wozu? Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Okay. Raus aus dem Scheiß hier. So, wieder auf eine schöne Straße. Und erstmal. Du willst nicht weiterfahren. Du willst mir dein Auto geben. Oh ja. Oh ja. Dann können wir uns ja wieder auf den Weg machen zur nächsten Unterhaltungsmöglichkeit und Kampagnen Watch Dogs. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.